Ja, hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Shadow Warrior 2. Und zwar, was euch direkt auffallen wird, mit deutschem Interface. Es ging in der Presseversion nicht auf Deutsch umzuschalten, aber jetzt können wir es mal machen. So, du musst Kamikos Körper finden und überwältigen. Das ist ja die Suche nach dem Körper, das haben wir ja noch mitbekriegt, auch im Englischen. Und kriegen dafür 2 Skillpunkte, also Hauptmission weiterführen, Nebenmission alle geschafft. Und ab die Post. So, fortsetzen. Körper schütteln. Jetzt muss ich mich an die Übersetzung gewöhnen. Can you feel the body at all? Now and then, vaguely. It's getting fainter all the time, though. Like when you sit on your hand and it feels like it belongs to someone else? Yeah, just like that. Only not disgusting. Come on, let's go beat up some you. Don't sound so eager. Ach du Scheiße. Hier sind ja auch die Infotexte daran. In der richtigen, in dieser schlimmen Sprache, die sich Deutsch nennt. Und die sind dadurch so richtig schön lang. Der sieht ein bisschen aus wie aus Doom. Kennt ihr aus Doom noch diesen Riesen, den Demon Lords? Oder wie hieß es denn nochmal? Looks like this isn't your millennium. Ob der den Körper schon getroffen hatte? Essenz des Essex. Ach, guck mal, eine Waffe. Irgendwie wäre ich hier noch von fliegenden Würmern angegriffen. Ah nee, das ist wahrscheinlich noch von ihm, der Kram. So, jetzt ist der erledigt. Erstmal wieder reinkommen. Ich habe leider jetzt drei, vier Tage nicht spielen können. Und sofort ist man total überlastet durch die... Oh, man, yeah! Durch den Schwierigkeitsgrad. So. Ist das jetzt ein Ich kann jetzt nicht mehr erkennen, wer ein spezieller Gegner ist und wer nicht. So, haben wir dich auch erwischt. Hier ist bestimmt auch der Glückskeks übersetzt. Ah ne, doch nicht. Viele Sachen versuchen dich, also Pro-Tipp, viele Sachen wollen dich töten, versuche sie davor zu töten. Beziehungsweise bevor sie dich töten, tötest du sie. Endlich kann ich den Doppelsprung mal einsetzen. Nach all der Zeit. Oh, that was nice. Und ja, das Interface ist immer noch teilweise ausgeblendet. Beziehungsweise ich habe mein Crosshair irgendwann mal ausgeblendet. So, schön. Aber ich muss was wieder einstellen vom HUD. Tipps nicht aktivieren. Benutzen auch so mit Angriffstaste. Nein, Tipps für Steuerung anzeigen. Schaden anzeigen. Schaden anzeigen lasse ich aber noch draus. Ich muss nicht sehen, wie viel Schaden ich mache. Ich bin eh mit viel Schaden gesegnet. Checkpoint reached. Guck mal, schon wieder Feinde. So, das war der erste. Ach, das ist wieder so einer.
Das war der nächste. Widerstandsfähig gegen Gift, aber wir haben jetzt eh gerade die Waffe für Eisschaden. Ja, und ist groß. Ja, schade. Pups, der. Das Geräusch war neu. Komm her. So, jetzt nicht mehr viel von ihm übrig. Und jetzt ist er zerstückelt. Sehr schön. Splatter, die Bedder. Warum ist es denn hier so schräg? Moment. Ein einzelner Gegner? Das würde ich als etwas ungewöhnlich einstufen. Goodness me. Looks like you're growing up nicely. Who are you, my creepy uncle? No, I'm the cool uncle who sneaks you beer and lets you drive his pickup. Whatever. Listen. Gozu said it's been drinking straight crude. It's not just getting bigger, it's getting stronger. Oh, wonderful. How long will that keep happening? I can't tell. Yeah, you can tell me. I'm a ninja. Do you enjoy being an idiot? We need to stop this thing. The sooner, the better. Ja, vor allem wird das wieder eine schön schwierige Aufgabe. Nothing like a fresh clip. Ja. Weg hier. Ich glaube, ich bin einfach mit Waffen besser dran. Also beziehungsweise besser bedient, als wenn ich jetzt die ganze Zeit versuche, Kamikos Körper mit einer Schusswaffe zu zerstören. Okay. Scheiße. Wie lange geht Berserker noch? Jetzt ist vorbei. Moment, ich habe noch den Raketenwerfer. Nimm das, du Mistvieh. Du sprichst hier von meinem Körper. Ja und? Boah. Die hätten auch noch einen viel schlimmeren Körper machen können, weißt du? Den Körper so treffen ist echt kacke. Ih, du hast aber eine eklige Hand. Nee, komm.
Ach, da ist sie schon direkt weitergehüpft. Ah, man kann die Stacheln doch zerstören. Au! Ja, wie soll ich denn jetzt, wie soll ich eigentlich beim Überwältigen jetzt irgendwas schaffen? Ihr Idioten, ey. Mein Gott, man sieht überhaupt nichts. Ach so, wenn ich verschwinde, mache ich mehr Schaden. Hätte ich das mal früher gewusst. Meine Güte. Wo ist der... Hier gab es doch Heilung an der Seite irgendwo. Das war Chi. Ich will doch gerade nur Schaden machen, Leute. Was macht das Mistvieh die ganze Zeit? Es hüpft. I'm a Ninja. Boy. Kampf ist manchmal hier echt, als wenn du Jump'n'Run aus der Ego-Perspektive spielst. Ich komme richtig schwer ins Atmen. Aua. Wie sich das Ding eigentlich nur durchgehend bewegt, ne? Man könnte so kotzen. Ich glaube nicht mal, es ist der erste... Also ich glaube, es kommt danach nochmal Kampf, oder? Ich gehe auf Nummer sicher, deshalb gehe ich gerade hier nur mit dem Schädelkanone auf den drauf. Den, sie, was auch immer. Das Ding mit den fetten Schenkeln. So. Jetzt ist mir nicht mehr viel da von dem Vieh. 3, 2, 1.
nochmal nachladen. Ja. Oh, es fliegt wieder. Weltenzerstörer, Raketenwerfer. Vertraue ich. Wo ist der Keks? Da ist der Keks. Alle Götter bekommen Dämonen, möglicherweise. Zum Palast der Unsterblichkeit zurückkehren und mit Guzu reden. Aber bevor wir es machen, möchte ich einmal ganz kurz schauen. Essenz des Tigers, verschwinden wir Kosten. Schien nach Sieg über einen Gegner. Aufgespießte Gegner nahmen Schaden. Griff der Finsternis Reichweite. Schön, dass ich jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr weiß, was was ist. So, den Weltenzerstörer gegen unseren alten Raketenwerfer. Und ich hatte auch... Guck mal hier. Ah ne, Moment, die Waffe habe ich ja gar nicht ausgerüstet. Den hier können wir mal rausnehmen. Machen da den Overseer rein. Der Massenmörder. Schlachtsäge. King Skeleton. Oh, ich finde die hier nicht so dolle. Da können wir lieber diese Spring Chester mal reinmachen, das Gauss-Gewehr. So. Die müssten wir dann aber auch alle ausrüsten. One Trick Pony haben wir doch auch nicht mehr ausgerüstet. Wäre es nicht toll, wenn es hier sowas geben würde wie, ja, alles rausnehmen. Also automatisch jede Waffe, die Komponenten entfernen. Obwohl ich das hier sehe, was hier so verteilt ist. Ist halt auch nicht die Welt. So, hoch. Das, was in den Schwertern ist, kann ja, obwohl, nein, wir machen nochmal so von Grund auf. Vor allem glaube ich, dass bei den Waffen halt wirklich noch viel Potenzial ist, was man noch einsetzen könnte. So, Geistelektrizität und sowas, das lassen wir drin. Lähmungsgeist. Flammengeist. Komponente Elektrizität. Moment, das ist beschränkt auf die Waffe. Da muss das drin bleiben besser. Weil dann ist dann ja eine ziemlich spezielle Fähigkeit. Komponenten des Frostbrands. Warum haben die nach hinten eigentlich nochmal eine andere Farbe? Ach so, das ist das Element. So. Die sind auch alle beschränkt auf eine Sache. Das ist in Ordnung. Hier lassen wir... Ach komm, machen wir die verbotene Frucht nochmal rein. Und den hier.
So, jetzt sollten wir eigentlich hier nichts mehr was drin haben, außer... So, Krimklingen. Das kann drin bleiben. Dann haben wir immer noch den Giftschaden. Schaden als Gift erhöhen, noch mehr Giftschaden. Bonus für kritischen Schaden, generell Schaden reduzieren. Wagnis, Komponente der Säure, wäre noch mehr Schaden als Gift. Bonus für kritischen Schaden, Schaden plus 18%. Nehmen wir den noch rein, haben wir 161 Schaden auf unsere normale Klinge in Gift. Dann machen wir hier aus eine Feuerwaffe. Kriegen wir die gerade mal bei 100 DPS. Aber dafür macht die jetzt sehr viel Feuerschaden. So, die Springchester. Kümmern wir uns erstmal um das Sturmgewehr. Du hast ja hier drin die Beschränkung von Over, also beziehungsweise dass das auf der Waffe sein muss, die Seele der Verbrennung. Dann wäre eine Verdopplung der Munition da drin, das finde ich immer nicht so geil, weil die verbrauchen halt einfach bedeutend mehr dann. Chance auf Durchschlagen 60%, das kannst du mal reinnehmen. Elementar der Schärfe, Elementargeist der Hast, Feuerfrequenz. Magazingröße wird verringert, aber die Feuerfrequenz wird höher. Magazinnachladezeit reduzieren, Schaden bei kleineren Gegnern wird reduziert. Das ist natürlich doof, würde ich sagen, bei so einem Schnellschussgewehr. Chance auf kritische Treffer, ein Elementarschaden, umgewandelter Schaden. So, jetzt an die Springchester mal ran. Da kann gern... Das kann gern eine Eiswaffe werden. Also Aspekt des, hier. Des Einfrierens, nicht Einfrierens, des Verlangsamens, oder? Oder macht Blitzverlangsamung? Seele des Hochjagens. So, verfehlen könnte ein bisschen steigen. Was aber bei der Waffe eigentlich keinen Unterschied machen sollte. Feuerfrequenz erhöhen. Mehr Schaden bei kleinen Gegnern. Wäre es bei einer Gauss Rifle vielleicht nicht so geil, wenn dann brauchen wir auch Schaden gegen überlegene Gegnern. Nehmen wir ihn. Noch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass da eingefroren wird. So, den Granatwerfer kann ich rausnehmen. Ich weiß nicht, Kettensäge habe ich auch überhaupt nicht mehr benutzt. Und auch den King Skeletor. Scheißen wir mal drauf. Dafür nehmen wir jetzt den Overseer. Wir müssen nur noch den Weltenzerstörer ein bisschen anpassen und gut ist. Gift gleichen Explosionsschaden. In Gift umgewandelter Schaden. Der macht 800 Schaden pro Treffer übrigens, ne? Wenn ich das richtig sehe.
Wäre gut, wenn wir die Schussfrequenz irgendwie hochkriegen würden. Na, können wir weniger Schaden an überlegene Gegner machen. Nehmen wir den, noch mehr Schaden. So. Du bist der Weltenzerstörer, oder machst wenigstens eine schöne Explosion? Gegen die Wand anscheinend gar keine. Ah. Ja, ein bisschen Licht macht er.